Ja, ihr sollt die kritischen Stellen mit Hilfe vom Lagrange-Formalismus herausfinden. Grundlage ist, dass ihr mehrdimensionale Funktionen ableiten könnt. In meinem Beispiel eine Funktion gegeben mit zwei Veränderlichen plus Nebenbedingungen. Macht euch die Notiz, Nebenbedingungen alles auf eine Seite holen, sodass entsprechend gleich 0 da steht. Diesen Teil entsprechend in Klammern multipliziert mit Lambda an die eigentliche Funktion hinten dran hängen. Dann habt ihr eure Lagrange-Funktion. Diese müsst ihr dreimal ableiten, nämlich einmal nach x, einmal nach y und einmal nach Lambda. Da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das sollte geklärt sein. Ansonsten nochmal nachschauen. Jede einzelne Ableitung gleich 0 setzen. Das ergibt dann nichts anderes als ein Gleichungssystem mit römisch 1, 2, 3. Ihr könntet hier sicherlich relativ einfach die erste Gleichung nach Lambda umstellen, entsprechend in die zweite einsetzen, dann nach x umstellen und in die dritte einsetzen und dann bekommt ihr y raus. Ihr könntet genauso gut, das habe ich jetzt gemacht, wenn ihr da den Überblick zwischendurch verliert, alles ein bisschen sortiert hinschreiben, nämlich 5y plus 1 Lambda gleich 0. Warum habe ich das so versetzt hingeschrieben? Damit ihr dann die anderen entsprechend auch unten drunter erkennt. Wir haben hier x, y und Lambda und könnte zum Beispiel daraus dann von mir aus auch in Matrizenschreibweise ein Gleichungssystem machen mit entsprechend x, y und Lambda. 0, 5, 1, 0, 5, minus 2, 1, 0, 1, 1, 0, 12. Entsprechend führt euch dieses Gleichungssystem auf x gleich 7 und y gleich 5 und ihr hättet eure kritischen Stellen.